Alles klar, Bibelklar. Alles klar, Bibelklar. Alles klar, Bibelklar. Das ist ein Wunder, Bibel fiel herunter. Oh Wunder, der Wunder, jetzt lebt er in mir. Und dann kam erst die Versuchung durch den Teufel, dass er erprobt sein musste. Und seine Identität, wo der Teufel ihm sagt, bist du Gottes Sohn? Du bist es ja nur, wenn du so irgendwelche extravaganten Dinge tun könntest. Nein, Teufel, ich brauche überhaupt nichts tun, was extravagant wäre. Und stellt euch vor, bis dahin hat ja Jesus auch noch überhaupt kein Wunder getan, aber seine Gotteskindschaft, seine Identität als Sohn des Allerhöchsten stand deshalb für ihn keineswegs in Frage. Im Gegenteil, er wusste, was er dem Teufel zu antworten hatte, bis er gewichen ist. Und er hat die Erprobung durchgemacht und dann war die Zeit des Vaters da, um ihn in Vollmacht vor dem Menschenpublikum darzustellen. Und dann war es auch wieder, da war seine Mutter. Und das ist das erste Wunder Jesu, die Hochzeit auf Kana in Galiläa. Und dort ging der Wein aus. Und Jesus in dem Modus von, ich tue nichts Außergewöhnliches. Er war durch die Wüste gekommen und hier kommt wieder seine Mutti. Und seine Mutti sagt jetzt etwas anderes. Jetzt sagt sie nicht mehr, Kind, du bereitest mir Schmerzen mit deinen Besonderheiten. Jetzt kommt Mutter zu ihm und sagt ihm, sie haben keinen Wein. Ihr Knechte, tut, was er euch sagt. Die Mutter bringt nun Jesus in die Klemme, wo er spontan so als erste Reaktion sagt, Weib, was hat's, geht das mich an, das ganze Ding? Ich habe da ja gar nichts zu tun und ich will ja gar nicht Wunder machen jetzt noch in diesem Unsicherheitsmodus, weil er ja nicht den Fehler, den er mit 12 Jahren gemacht hat, nicht jetzt wieder machen wollte. Doch nun war es eine andere Zeit. Nun war die Zeit des Vaters gekommen und nun wendete sich das Blatt. Und jetzt gibt er den Auftrag, füllt die 6 Krüge mit Wasser und Jesus vollbringt das außergewöhnliche erste Wunder. Und es ist der beste Wein, den Menschen noch je geschmeckt haben. Jetzt war der Durchbruch da. Jetzt war es die Zeit des Vaters. Jetzt war das Land 18 Jahre lang brach gelegen. Doch jetzt war die Zeit für die Darstellung von Außergewöhnlichen. Und jetzt war dieser 30-jährige Mann innerlich reif genug, um 3 Jahre lang die Welt von Israel in Atem zu halten, mit überaus erstaunlichen Dingen, die noch kein Mensch je gesehen und gehört hat. Jetzt war es an der Zeit und jetzt war es gut und jetzt hat es Jesus in der rechten Weise tun können, ohne selber irgendwie Schaden zu nehmen, ohne selber dadurch in sich etwas sein zu wollen. Denn diese 18 langen Prägungsjahre, möchte ich meinen, die haben etwas bewirkt in seinem Leben. Mag es uns vielleicht auch manchen Tag nicht gefallen, dass unser Leben so brach aussieht, so ohne Besonderheiten, so alltäglich. Schau dir Jesu Erdenleben an. Da war ein großes Zeitfenster, wo nichts los war. Und das war okay für ihn. Warum sollte es für mich und dich nicht auch so sein? Und dann zu vertrauen, sollte ich morgen meine Augen zumachen hier auf dieser Erde, dann war mein Leben, was es war und das ist auch absolut gut und recht so. Aber wenn der Vater im Himmel mir morgen oder noch heute
die Möglichkeit gibt oder die Signale gibt, jetzt ist etwas dran, was dein Verstand übersteigt, was dein Vorstellungsvermögen überhaupt nicht kennt, dass ich dann offen bin in meinem Herzen, einfach nur zu hören, was sagt der Vater, auf darauf zu reagieren, in einfacher Kindlichkeit. Denn das ist das, was ich gelernt habe in meinem Leben. Und das ist gut so. Und dann weiß ich, dass er mir das Signal geben wird, was, wann, wo dran sein wird. Aus der Verbundenheit mit dem Vater. Und nicht, weil ich ein Spektakel veranstalten möchte oder könnte. Niemals. Aber das sind die Lektionen. Und deswegen bin ich froh für den Wachstum Schritt für Schritt meinem himmlischen Vater zu folgen, meinem großen Bruder, der doch dieses Menschsein kennt, der weiß, ich würde so gerne Größeres tun, was Jesus getan hat, nicht zu meiner Ehre, zu seiner Ehre, zur Verherrlichung seines Namens. Wie gerne möchte ich so glühend heiß von erster Liebe nur für ihn leben. Ja, meine Sehnsucht ist nur nach ihm. Aber ich sehe die Handicaps. Ich sehe mein zu kurz kommen. Meine Zeit steht in seinen Händen. Er weiß alles, was mit meinem Leben geschehen soll. Alle Tage sind in sein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Das ist doch herrlich. Was plage ich mich? Ich stehe in meinem Leben auf dem Fundament Christus, auf dem Felsen. Und ich bin ihm so dankbar, dass ich gewurzelt sein kann in seiner Nüchternheit, in seiner Klarheit, wo ich nicht von Welle zu Welle hüpfen muss und von einem Event zum nächsten jagen muss, um irgendwas abzuzapfen, wo ich nachher am Ende sage, na, so toll war es ja nun auch wieder nicht. Nein, mache ich nicht. Lasse ich mich gar nicht drauf ein. Ich bin entwöhnt und ich bin glücklich. Ich harre des Herrn. Meine Seele wartet auf ihn, mehr als der Wächter auf den Morgen. Und das ist mein Erdendasein. Und da blicke ich dann auf sein Leben, wie der Zwölfjährige gelernt hat. Und ich will genauso lernen. Und so kann ich umgehen mit dem Göttlichen. Man stelle sich vor, in diesem Zeitfenster von 18 Jahren wäre der kleine junge Jesus wäre unglücklich oder betrübt oder voller Zweifel geworden. Ja, wo ist denn nun meine Berufung? Ja, warum funktioniert denn nichts? So, ich würde doch viel, viel lieber schon mal wieder so eine tolle Predigt halten, wie ich da mit 12 Jahren gehalten habe. Oh, warum können meine Talente nicht so zur Auswirkung kommen? Oh, ist doch so schade für die Zeit. Und oh, Gott, Vater, bitte mach doch mal alles schneller. Ich habe keine Geduld mehr. Nein, nein, liegt gar nicht drin. Warte auf den Herrn. Fokussiere dich auf ihn und finde deinen Frieden, deinen inneren Ruhepol in der Verbundenheit mit deinem Schöpfer. Fertig. Und dann lerne, lerne. Ich musste so viel lernen. Und bis zum heutigen Tage lerne ich, an mir selber vorbeizukommen, nicht auf mich selbst zu reagieren, sondern auf ihn zu harren, auf ihn meine ganze Hoffnung zu setzen und keinesfalls mir irgendwelche Millimeter auf mir selber einzubilden. Aber das sind Dinge, die ein Wachstum sind. Und dann lerne ich Dinge. Und dann tut er eine Veränderung, eine wunderbare Charakterveränderung, die eine viel höhere Priorität bei dem Allwissenden hat, wie ich als Mensch gar nicht begreife, warum und weshalb mein Erdenleiden so
manchmal sein muss, wie es eben ist. Und da finde ich mein Glück drin, weil er mein Glück ist. Sage mal, ich könnte jetzt hier und heute all die größeren, wunderbaren Werke tun, die Jesus getan hat. Was wäre dann die höchste Priorität für mein Leben? Diese überaus erstaunlichen Dinge? Würden die mich dermaßen abheben lassen, dass ich 100% ins Straucheln käme? Oder wäre ich reif genug, um zu wissen, dass bei all den herrlichen Werken, die dann geschehen würden, dass mein Charakter, mein Innerstes 100% gelernt hat, erprobt ist, dass ich weiß, wer mein Fokus ist, was das Wichtigste ist und worum es mir geht in meinem Leben. Die Wunder oder berühmt zu sein oder irgendwas zu erreichen, Erfolge zu haben, all die Dinge, die sind für die Milchsäuger wichtig, aber nicht für die entwöhnten Kinder. Die entwöhnten Kinder, die haben andere Prioritäten. Die brauchen die Mama, die brauchen die Mutti, die brauchen die Gegenwart Gottes. So unsagbar nötig. Und da zerfließe ich wie Wachs, weil sein Geist mich berührt aus dem Nichts. Er ist da. Er befriedigt in so einer harmonischen Weise, dass ich sage, die Balance, die er mir hält und auch im Verständnis seines Wortes, dass ich nicht hoch und runter, diese ganzen Schwankungen brauche ich gar nicht. Ich habe doch ihn. Was habe ich nötig? Habe ich dich, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Trotz meiner Armut, die Sünden vergeht, das ist ein Wunder, die Bürde fiel herunter. Oh Wunder, der Wunder, jetzt lebt er in